Servus. Für was, das ist eine Birche, indem ich der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehe. Ich meine, wieso ich zum Schreiben angefangen habe und so. Und das hört schon, das ist nicht in einem Standarddeutsch, das ist auf Wernerisch. Ich lese auch eins von den Kapiteln vor. Das heißt, der Anfang, und ist zwar nicht der Anfang von Birche, aber das zweite Kapitel. Alles dann. Der Anfang. Eh klar, dass alles anfängt, wenn du nur ein Baumpaletsch bist. Aber ich will nicht, dass du auch schon einer fragt, für was, weil viel von dem, was in der Kindheit anspielt, ist 100% nicht gesteuert. Und deswegen wird er viel und dann ewig bleiben. Dass die Sprache irgendwie meins ist, das hat sie schon früher gesagt. Meine Mutter hat oft gesagt, dass ich schon mit einem Jahr geredet hätte wie ein Kaiser. In ganze Sätze und so. Ich tue mir echt schwarz, jetzt zu glauben, weil kein einziger Geschraub bei mir und mein Dumm, auch nicht meine eigenen, hat mit einem Jahr so wörtlich geredet, wie sie gesagt hätte. Was ich noch gut weiß, ist, dass in die ersten Jahre von meinem Leben sowas wie Dialekt oder, wie man heute auch sagt, ein Jargon, überhaupt nicht gegeben hat. Gewohnt haben wir in Wern und für meine Alten war es immer wichtig, dass ihr Bub einfach schön redet. Das hat geheißen nach der Schrift. Oft haben sie auch gesagt Hochdeutsch, was eigentlich ein kleines Fauxpatscherl ist. In meiner Familie hat nämlich keiner gewusst, dass eigentlich alles, was Oberdeutsch oder Mitteldeutsch ist, sowieso zum Hochdeutschen gehört. Und nur das Niederdeutsche, Blatt, ganz oben bei den Tiefgenäser, das fällt ganz raus. Bei meiner Leid hat keiner einen Dialekt geredet oder einen Jargon. Sowas wie ein Wundort habe ich, wenn's gut geht, vielleicht ansatzweise im Sommer gehört, im Urlaub in Kärnten, besonders am Kabeinersee. Und der Kindergarten war ein Gastspiel von ein paar Wochen, also nichts, was irgendwie eingesickert war. Einmal, da war ich noch auf Lederwisch mit 4 oder 5, ist meine Mutter im Stirnhaus auf mich zugeschossen, aber ich weiß nicht mehr, was wir dort eigentlich verloren haben. Und ist mir angegangen, dass ich ein ganz schieres Wort gesagt hätte. Ich hab keine Ahnung gehabt, von was ich da rede. Und das hat dann einen kleinen Kirch ausgelöst. Ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Weil er hätte halt schon gern gewusst, was für ein Rawutzel da ums Eck nasert. Deswegen bin ich ja zugestiegen, dass man endlich verrat, was das für ein Wort gewesen sein sollte. Weil nur so hätte er die sagen können, ob das Frank aus meiner Schnaden rausgekommen ist oder nicht. Eine halbe Stunde, aber wahrscheinlich waren es nur 10 Minuten oder so, hat es gedauert, bis endlich mit dem schieren Wort rausgekommen ist. Ich hab das zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Ob so richtig prolotiv war, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, dass das irgendein Slang war. Zum Mundwort von Wern, also dem Jargon, bin ich erst in der Mittelschule gekommen, aber nur, wenn ich mit meinen Haberer oder Schulkameraden allein war. Weil der Mundort und der Dialekt, die waren noch nie meine eigene Loschen. Die waren was Geistiges, was mich jedes Mal abeidelt hat, wenn ich so da hab, als wäre die da daheim. Dass ich mit den Lehrern der Schule nach der Schrift reden können und eigentlich müssen hab, das war so richtig pipi-fein für mich. Aber die zwei Wappler, die was geglaubt haben, sie müssten als Lehrer immer im Dialekt reden, weil es nur so bei den Rotzpippen einen Auftrag haben, die habe ich gleich angehalten. Dafür haben sie mir dann einen Fetzen nach dem anderen als pädagogische Retourkutschen reingehört. Dass einmal Fremdsprachen zu meinen Puppeln werden taterten, das hätte sie in der Unterstufe noch keiner prophezeien gehabt. Wie ein Schermas hat sie mir hier in die allererste Englischschule weit eingekommen. Ein Fach, das was ich am Anfang kommt mir vor, als unter meinem Wert gesehen hab. Weil da hat's eine Frage, die hat original geheißen, dass ihr Friend speak German? Aufpasst habe ich ja nie, aber eins habe ich schon gewusst, dass die Engländer alle Eigennamen groß schreiben. Also habe ich mir Feder genommen und mit felsenfester Überzeugung ins Heftle reingefetzt. Yes, German ist mein Freund. In der dritten haben wir Latein dazugekriegt. 6 Jahre lang. Na, das war ein Arschkarten. Dass ich trotzdem nicht durchgerasselt bin, war wegen einem Lehrer in der Oberstufe. Bei der hat das gespürt, dass ich ein Talent habe. Halt, nicht im Lateinischen. Und dann hat er mich einfach bei den Wiedeln genommen und durchgeschliffen. Aber dann, im Sommer vor der 5. bin ich wieder nockert in Französisch reingedunnet. Was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick. Schon im ersten Jahr habe ich die ganze Klasse angehängt. Und daheim habe ich Dilo mir andere romanische Sprachen auch noch angeschaut. Das war mir, und das ist mir noch immer, Mut gerade, sie solche Sprachen einziehen und auch noch ganz andere anknabbern. Und jedes Mal bin ich bei den Bierchen bitten geblieben. Bei den ganz fetten Romanwölzer und den Erzählungen über andere Völker, bei den Gestanzeln und sogar beim Theater.
Ich habe mich bald gewundert, dass die literaturwissenschaftlichen Bezeichnungen überall eine Nimmzahl anders sind. Und ich habe Schriftstellernamen runterrasseln können, die was meine Schulfreunde noch nie gehört haben. Das war das Kapitel aus meinem Büchlein. Das und noch viel mehr findest du da drin und auch ein kleines Glossar ist drin. Ja, ist sehr für die ganz komischen Wörter halt. Das Büchlein kannst du in der Buchhandlung bestellen, jeder, bei Morava Online, bei Thalia Online, bei Amazon oder kleinen BOD-Shop. Ja, und das E-Book gibt's es auch. Alles dann, grüß euch.